Ja, hallo und herzlich willkommen bei Danger Zockt Assassin's Creed Chronicles China. Kurze Geschichte, ich wollte es eigentlich nicht spielen, habe es mir aber dann angeguckt, fand es recht interessant, gerade auch weil das mal wieder aus diesem Blickwinkel ist. Das hat man ja nicht mehr so oft heutzutage. Ich konnte das Spiel bei Uplay nicht runterladen, weil das erst ab 22 Uhr ging, habe es heute geholt per Steam, da bin ich den Umweg gegangen darüber und witzigerweise muss ich Steam und Uplay beides offen haben, um das spielen zu können. Macht aber nichts, sofern das funktioniert. Ich habe es kurz angetestet wegen Soundeinstellungen und so. Ich hoffe, der passt jetzt. Und ja, wir fangen einfach neu an. Den Fortschritt brauche ich nicht. Normal plus plus schwer geht nicht. Wahrscheinlich erst beim zweiten und dritten durchzocken. Okay, ich lese das jetzt nicht vor. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Das ist eine Where did it Xbox. Come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Echt nicht? Why would I want to escape? Ja. I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Ma Yongcheng. Let him try. No wonder your kind fell so far. Was raucht denn dabei der? My kind isn't done. Ich glaube, die zieht sich einen durch im Käfig. Roter Qualm. Der Assassinennebel. Die Flucht. 1526 Mai Jihan Grotten. Okay, drücke Arm fortzufahren. Das bin ich noch nicht. Jetzt kann ich steuern. Sprinten, springen. Alles so, wie man das kennt von der Steuerung her. Also dieselben Befehle wie bei den anderen Teilen, nur dass es eben ein anderer Blickwinkel ist. Der will flüchten. Shisheng. Jetzt hat er. Einfach mal so in die Brust reingeschlitzt. Chinesisch, das klingt echt witzig. Also nicht, dass das für mich was Besonderes wäre, mein Chef kommt aus China. Aber hier, das kommt irgendwie noch besser mit der Betonung und dem Echo. So, jetzt kann ich hier auch nach oben laufen. Ach, das ist ein Hund. Boah, das hat den direkt da oben alarmiert. Okay. Willst du mitkommen? Ach nee, der schläft. Willst du mitkommen? Da guckt er woanders in die Penale. Ja, was willst du denn auch machen, ne? Was war da gerade? Sheng Biao finden, den Assassinen-Informanten Hong Li Wei retten. Okay, Hong Li Wei. Ich weiß nicht, ob das eine Nebenmission ist. Nebenziele. Hong Li Wei retten, ja, das ist ein Nebenziel, also eigentlich kein Hauptziel. Also ich könnte es auch lassen, den da rauszuholen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht? Gibt bestimmt auch Punkte. Ja, nach hinten springen. Hops. Hopsala. Obstsalat. Also wie viele hier über diese Steine schon drüber gesprungen sind und es nicht geschafft haben. Also sieht zumindest aus, so blutrot. Genau diese Kanten hier. Aber ich bin ein Meister der Assassinen. Ich schaffe das. Ich gucke aber erstmal hier hinten, ob da irgendwas versteckt ist. Oh, nee, hier ist nichts. Da rein? Okay.
Und wieder raus. Tschüss. Schattengold. Die Art und Weise, wie du einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit... Mach's schneller. Okay. Also je weniger ich töte und lautlos voranschreite, umso mehr Punkte kriege ich. Oh, drehe dich wieder um. Oh. Ja. Komm. Tschüss. Immer wieder tschüss. Schattengold. Okay. Ich probiere das jetzt mal so gut wie es geht, ohne zu erwischt zu werden, hier durchzukommen. Wachsamkeitsanzeige, ja, das ist schon klar. Ich darf hier nicht in den Blickwinkel geraten. Pfeifen. Und so kann ich das, den Radius erhöhen, okay. Zimmer. Hallo. Hallihallo. Na, ich lasse den mal. Ich wollte es ja versuchen, ohne aufzufallen. Ach, jetzt muss ich ein Attentat machen. Zack! Boah, krass, ey. Voll in die Fresse. Ach, jetzt muss ich die aufheben. Ja. Und da rein mit dir. Ab in die Dunkelkammer. Jetzt muss ich wieder pfeifen. Tschüss. Boah, jetzt habe ich mich verdrückt. Egal. Was ist das? Ich habe irgendwas bekommen. Was war das? Ach ja, das ist die Animus-Datenbank hier. Da gibt es halt so kleine Texte über die Charaktere. Esi Auditore. Dokumente. Ach so, genau. Hier. Chao Juns Sheng Biao. Ein leichter Zungenbrecher. Ein 5 Meter langes Seil mit einem Wurfpfeil an einem Ende. Okay, cool. Gucken, was das kann. Hallo. Krass. Jetzt runterwerfen. Geht das? Ah, ich kann den hier verstecken in der Truhe. Okay. Runterwerfen ging jetzt irgendwie nicht. Hat sich zumindest nicht umgedreht. Schattengold. Läuft gut. Und den ziehe ich jetzt hier rein. Knacks. Oh, ein schöner Wasserfall. Spring da mal rein. Das wäre cool. Direkt von vorne anfangen oder instant am Ende des Levels geschafft. Irgend so ein Geheimweg. Okay. Die Patrouillenwege. Ja, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Das hätte ich vielleicht nicht geschafft. Also ich muss da unten rein. Da, da. Ja. Na dann geht nochmal eine Runde. Hey, pass mit dem Schwert auf. Kuckuck. So. Ja, ist ein bisschen viel Schleichen hier, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool. Das ist ja das, was die Assassinen ausmacht. Lautlose Killer. Knallkörper. Okay, also nach unten, ja, das hat er schon ausgewählt, sieht man unten links. Linker Button. Ach so, wie das Pfeifen, nur dass es ein anderes Element ist oder eine andere Ausrüstung. Praktisch Knallfrösche. Okay, dann sehen die mich nicht so gut.
Wie das klingt, ey, geil. So, hier war, glaube ich, auch ein irgendwas zu holen. Boah, da war knapp. Wieso gehe ich da rein? Hier ist doch keiner. Mensch, Danger. Entdeckt worden 0. Da unten gibt es auch so eine Statistik. Die kann man sich bestimmt auch im Menü noch anschauen. Boah. Ich dachte schon, es wird knapp. Aber das ist noch ein paar Meter gegangen, zum Glück. Das Rutschen, das ist echt cool. So ein Kessel. Okay. Da muss ich dann wohl hin. A little distraction could help me here. Jetzt überlege ich bloß gerade, wie. Ich glaube, ich könnte den unten mit meinen Knallfröschen betäuben. Oder mit dem Pfeifen ablenken. Ne, ich glaube, Knallfrösche müsste reichen. Die gehen ja sehr weit weg. Das dürfen die nicht mitkriegen. Okay, das war so. So. Jetzt springe ich über den drüber und verschwinde hier drin. Wo hat er's? Ach, der guckt hinter sich. Haha, du Depp. Schattengold. So, ich habe das Schwert gefunden. Jetzt muss ich Gao Feng finden. Und Nebenmission Hong Li Wei retten. Time to test your soul. Ah, okay. Prepare to defend yourself. Remember to look for signs Lock. Your opponent is about to strike. Whoop. Komm, alter Mann, gib mir mehr. That's it. This time when you block, perform a rollover. A für eine Rückenrolle. Hä? Ach so, ganz. Was, es muss schnell. Boah. Hä? Schon wieder nicht? Okay, also man muss es ganz schnell danach drücken, sonst hat man den Punkt verpasst. Okay, das ist. Zum Glück habe ich jetzt die letzten Tage auch ein bisschen Xbox gespielt. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick. But they deal little damage. Okay. Strike the enemy harder than that. Schwerer Schlag. Excellent. In 20.000 Teile wird er erstmal geschnitten. Jetzt. The enemy is now weakened. Finisher. Bam. Ratzfatz. Mäuse tot. Boah. Mann. Ach, ich kann jetzt alles machen, ohne irgendwelche Anleitungen. Cool. Boah. Hallo. Boah, krass. Aber da hat daneben geschlagen. Sieht der überhaupt was? Mach ich mal noch mit der Rolle hier. Ja, komm, und jetzt von hinten. Zack. Noch einer. Willst du denn? Oh, da habe ich jetzt mich verdrückt. Ja, gut. Well done, Shaojun. Your training is complete for now. Complete now, ja. Also man muss das wahrscheinlich hier im Spielverlauf noch ausfeilen, dass man das ja im FF kann. Sprinten. Boah. Krass. Knapp, aber na gut, war so knapp jetzt nicht wirklich. Das, ach, das ist bestimmt Li Wei. Wie der guckt. Holt mich einer raus? Warte mal, gibt's hier unten was? Nee. Okay. Boah, jetzt dachte ich, ich fall runter. Da sind Leichen drin.
Da lebt sogar noch einer hier. Und der andere lebt schon 100 Jahre nicht mehr da drin. Einfach mit reingesteckt, egal. Warte mal. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Weil das nur die Nebenmission ist, den zu retten, gehe ich erstmal hier hin. Hong Levis Zelle erreichen. Abgeschlossen. Jetzt Attentat auf die Wache, also. Die da oben? Ja, doch, tatsächlich. Weil der nämlich gelb ist, ist das das Hauptziel. Den muss ich töten. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Weg. Dreh dich um. Da bin ich nicht. Da war ich, aber du guckst nicht weit genug. Ah, cool, ey. Warte, was gibt bestimmt noch schneller, oder? Ja, genau. Genau wie hoch klettern, da geht es mit X auch schneller. Nice. Ja, kennt man eigentlich, aber weil das eben aus diesem Blickwinkel ist, weiß ich nicht, ob das wirklich alles so funktioniert. Wie ich das aus den anderen Spielen von Assassin's Creed kenne. Ne, nicht pfeifen. Ich will das so probieren, den betäuben. Ich könnte die auch umbringen. Aber ich will das mal versuchen, das Attentat auf den da hinten auszuüben. Und? Läuft er noch ein Stück? Boah, ja. Also ohne die anderen aufzuschrecken. Den ziehe ich hier rein. Jetzt warte ich auf den. Aber der kommt, glaube ich, nicht bis hier hinten hin. Ne, der Laufweg, das hat man das gut erkannt. Der endet genau da, wo er gerade steht. Da muss ich ihn von hinten attackieren. Der hat eine Armbrust oder sowas. Knie nieder. Kann ich die aufheben? Das sah aus wie eine Armbrust. Also irgendwas ähnliches. Keine Ahnung, wie das bei denen hier heißt. Krass. Okay, dann kann ich mich hier fallen lassen. Jetzt hole ich noch meinen Kumpel da raus. Assassin Gold. Ja, ich dachte, ich soll den befreien. Dann komm doch raus, du Dödel. Ja, please help me. Habe ich das jetzt erreicht? Ach doch, ist abgehakt. Hong Levi ist zwar nicht frei, aber anscheinend ist er frei. Was kommt jetzt noch? Erstmal ein Satz nach draußen. Boah, coole Berge. Also klar, grafisch kann man jetzt nicht extrem krasses erwarten. Aber sieht schon cool aus, so die ganze Machart hier. 9,99 € kostet das. Es gibt noch andere Teile. Erstmal wird er noch genatzt hier. Ja. Bin raus aus deinem Käfig. Und jetzt hol ich mir meine Xbox wieder. Stirb! Ja, also ich glaube, der zweite Teil von Chronicles spielt dann in Indien. Habe ich vorhin so beim Kauf noch gelesen. Gibt es noch ein paar andere Städte, Zeitalter, Charaktere. Und ich finde das für 9,99 € echt genial. Es sei denn, es ist jetzt hier so nach 5 Level vorbei, dann ist es zwar noch okay, aber ein bisschen enttäuschend. Muss man mal abwarten. Ich schaue dann gleich nochmal kurz im Menü nach, ja, was man da alles so an Herausforderungen schaffen kann. Ich glaube, daran sieht man so ungefähr, also man kann es definitiv nicht abschätzen, aber man kann sagen, ob es ein langes Spiel ist oder ein recht kurz gehaltenes Spiel. Ja, nice. Schattengold. Ich habe überall Gold. 0 von 0. Ach so, es gab keine Synchronisierungspunkte.
Animus-Scherben, eine fehlt mir. Ja gut, ich könnte das jetzt wiederholen, aber das kann man ja zum Schluss noch alles auf 100% leveln. This was once a safe place for us assassins. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Aber wieso ist das nicht auf Deutsch? Dann hätte ich auch einen Untertitel anmachen können. Wobei, nee, mich stört er eigentlich immer. Ja, die Templer. Die Erzfeinde. Okay, das war die Flucht. Das ist die Rückkehr. Die machen wir aber dann beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zugucken. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Nach City Skylines ist das ja mein zweites Let's Play-Projekt. Ein bisschen anders und ein bisschen blind. Also ich habe es kurz angezockt, das Level, und um zu gucken, wie das ist, ob der Controller passt und so. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und vor allem Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn Daumen runter, auch warum Daumen runter, wäre cool. Dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe und besser machen könnte. Ja, und dann sage ich mal, sehen wir uns im nächsten Part. Und haut da rein. Tschüss.